Heute reden wir bei Quotenmeter FM über richtiges, gutes Qualitätsfernsehen. Guten Tag nach draußen. Ich glaube, wir schreiben heute schon Folge 617, 618 und Felix Meyer ist zurückgekehrt. Ich bin wieder da. Ich freue mich riesig. 3 Wochen Pause. Ich find's Sommerurlaub schön. Sozusagen. Sozusagen Sommerurlaub. Alle fragen mich, hey, du warst 3 Wochen nicht so erreichbar, wie war der Urlaub? Ich sage immer schön, aber ich hatte keinen Urlaub. Ja, kennst du noch die Zeit, wo man wirklich im Urlaub war und wo man auch nichts mitbekommen hat als Kind von 8 bis 10, 12, 13, wo es auch kein Handy untereinander gab, wo man halt wirklich 2 Wochen weg war? Das, ja, ich kenne das durchaus und ich vermisse das auf jeden Fall. Das ist so, man ist trotz, dass man weg ist, irgendwie immer so am Zahn der Zeit. Und ich war froh in den letzten 3 Wochen, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich so gut wie nichts mitbekommen habe. Das war schön, auch wenn es nicht schön war. Dann wird das, werden sich jetzt hier einige denken, keine Analyse von Promi Big Brother. Nein, ich habe nichts. Ich habe 3 Wochen nicht getan. Ich habe kein einziges Mal Fernsehen geschaut. Jetzt musst du aber auch unsere Zuhörer informieren, ob du was gemacht hast, um Promi Big Brother dezent aus dem Weg zu gehen. Also das war nicht das Ziel. Aber die gute Auswirkung. Es war eine Folge dessen, ja. Nein, ich habe, das kann man ja durchaus sagen, ich habe für hier in Würzburg, aus der wunderschönen Stadt, aus der wir senden, für die Stadt Würzburg habe ich eine Ferienfreizeit mit geleitet oder das gemacht, dort mitgearbeitet. In Bayern bei uns sind ja die Sommerferien gerade vor 3 Wochen erst losgegangen. Wir sind ja mittendrin und ja, wir hatten 3 Wochen lang, hatte ich Kids vor mir stehen von 7 Uhr frühs bis 17.30 Uhr, 18 Uhr und dann war der lange, lange Tag noch lange nicht vorbei mit Besprechungen und Planungen und ganz viel Vorbereitungen für jeweils den nächsten Tag. Also ich war gut beschäftigt. Und ich habe tatsächlich, wie gesagt, nachdem ich da so eingespannt bin, habe ich nie das geschafft, den Fernseher anzumachen. Und es war schön, auch wenn ich sagen muss, es hat dann doch was gefehlt. Jetzt nach so einer halben Woche, wo ich wieder im normalen Leben bin, Gruß raus an meine Kollegen bei der Stadt, die wissen, was ich meine. Das ist eine ganz, ganz eigene Welt da, unsere Freizeit. Aber jetzt seit einer halben Woche im normalen Leben muss ich schon auch sagen, es ist schon ein Stück weit schade. Man schaut dann eben diese Sachen wie eben Promi Big Brother oder die Bachelorette oder alles. Und ich muss sagen, man ist da nach 3 Wochen überhaupt nicht mehr drin. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Gar nicht. Okay, na gut, die Bachelorette kann man wunderbar bei TV Now nachschauen. Ja. Ist auch nicht so ganz, also du müsstest jetzt nicht irgendwie 40 Stunden bei Promi Big Brother plus Late Show nachholen, also 80 Stunden. Aber wir reden gerade über was ganz anderes, denn pünktlich zu dem, dass du jetzt wieder da bist, hat sich der Axel Springer Verlag gedacht, hauen wir einen neuen Sender auf den Markt, Bild TV. Bild TV, richtig. Ja. Die haben sich, ich glaube, zeitlich mit mir abgesprochen. Ich glaube, lass mich lügen, vergangenen Sonntag war ja dann der erste Sendetag. Genau, mit viel Sport. Genau, Sonntag ist immer Sporttag und ja, Bild live. Die große Diskussion, die jetzt ja dann auch, ich glaube, kurz vor dem Live-Gehen von Bild live aufkam, ist die Frage, was ist es denn? Was sagst du? Ist es ein Nachrichtensender? Ist es viel, viel Boulevard mit ein bisschen News? Was ist es? Ich sag mal so, es ist eine Mischung und vor allem die News, das News-Angebot, muss man wirklich sagen, ist so krass schlecht, wie es früher bei Welt war.
Und lustigerweise, und das werden wir wahrscheinlich dann auch noch ziemlich vertiefen, kommen wir noch darauf zu sprechen, dass nachdem Axel Springer bei Welt eingestiegen ist, hat man massiv alles ausgebaut und jetzt startet man mit Bild eigentlich so ein minderes Programm. Aber die ersten Stunden, auch am Montag, ich habe vorhin noch mal reingeguckt, sind sehr interessant. Also man geht da voll auf die Live-Schiene, viele schalten, hektisch, es soll nicht so langweilig werden. Und man hatte aber auch verschiedene Leute, zum Beispiel, man hatte am Sonntagabend so ein Kanzlerduell. Und da ist schon mal die Aussage, man hat, ich glaube, Annalena Baerbock gar nicht eingeladen. Sie war zumindest nicht da. Also das heißt, Axel Springer will da schon, oder die Bild, ein bisschen Meinung machen. Und am Tag darauf gab es eine Diskussion mit 4, 5 Experten in Anführungszeichen, die ihre Meinung dazu abgegeben haben, was da gestern passiert ist. Und da hatten wir zum Beispiel auch eine Fashionfrau. Und das ist alles nachrichtenmäßig echt nicht wertvoll, würde man sagen. Aber dass dann zum Beispiel beschrieben wird, dass der Anzug beider Kanzlerkandidaten eigentlich 2 Größen zu groß ist. Und ich habe auch eine Bekannte, die hat mal bei einem Einrichtungshaus gearbeitet, als sie studiert hat. Und die hat auch gesagt, das geht eigentlich gar nicht, wenn da irgendwie im Fernsehen Leute auftreten, die Kanzler werden wollen. Und dann ist das Hemd zu klein. Oder bei Jens Spahn beispielsweise, wo man sich fragt, so zugeknöpft, wie seine Hemden sind, ob der überhaupt noch Luft bekommt. Und auch die Körperspannung hat dann Detlef D. Soos kommentiert. Aber diese Leute, die der Bild eingeladen hat, das sind ja jetzt keine Experten, aber das muss man auch wiederum sagen, das ist das Niveau, über das sich die Bild-Zeitungskäufer unterhalten. Und auch genau dafür ist dieser Sender gemacht. Ja, nee, da bin ich schon bei dir. Also ich finde, ich habe mir auch jetzt ein bisschen was angeschaut, tatsächlich. Nicht viel, weil ich glaube, das ist mein größtes Problem mit dem Projekt. Es hat eine unglaublich kurze Halbwertszeit. Das ist so, wenn du da eine Sendung schaust, was hatte ich denn? Ich glaube, ich habe wirklich kurz in den News-Blog, also Bild Live, was ja unter der Woche von 9 bis 2 läuft, da habe ich kurz reingeschaut, aber mal dann so länger habe ich abends, da war irgendwann so eine Bild-Doku lief da, das habe ich mir länger angeschaut. Und die Halbwertszeit der Aufmerksamkeit ist da so unglaublich kurz. Weil es kommt ja durchaus, ich meine, über das Finanzierungsmodell in dem Hinblick brauchen wir nicht sprechen. Es kommt immer mal wieder Werbung, das ist ja auch in Ordnung. Aber man merkt, dass zwischen diesen Blöcken, wo du sagst, okay, jetzt kommt wieder Werbung und in dem nächsten Block wird so viel nochmal wiederholt von dem, was du schon gesehen hast. Also auch diese Dokus, die neben diesem News-Format laufen, sind nicht darauf ausgelegt, dass das irgendein Mensch über eine halbe Stunde schaut. Weißt du, was ich meine? Und ja. Das ist was, das macht mich verrückt. Wenn ich das dann sehen will, und vielleicht ist dann ja irgendwann mal eine Doku dabei, die ich vielleicht sogar interessant finde. Das Angebot ist ja auf den ersten Blick auch nicht schlecht. Man versucht sich da ja schon was ins Boot zu holen. Jetzt am, ich glaube, Wochenende startet auch hier die natürlich schon alte, aber immerhin Doku über Joe Exotic. Und sie haben ja auch die Jeffrey Epstein-Doku, die sie machen wollen oder machen. Und also der Content an sich ist ja meinetwegen in Ordnung, aber wenn ich immer 20 Minuten sehe und dann ist ein kurzer Werbeblock oder eine halbe Stunde, ist ja egal, und dann brauche ich erstmal 10 Minuten, um das, wo ich das Gefühl habe, ich sehe das, was ich gesehen habe, nochmal, da bin ich raus. Da bin ich dann ja raus. Also es gibt ja auch 2 oder 3 verschiedene Arten von Dokumentation bei Bild. Es sind zum einen die Dokumentation, die man sich mit Welt und N24 Doku teilt. Mhm. Die werden hoch und runter gespielt. Muss man aber sagen, die haben an der Qualität der letzten Jahre zugenommen. Also es ist nicht nur irgendwie die ganze Zeit Kriegsschiffe, sondern es ist auch irgendwie zum Beispiel die schönsten Bauwerke oder die interessantesten Bauwerke der Welt. Und dann zum Beispiel Welt hat die Strategie, einfach 4 Folgen am Stück zu zeigen ab 20 Uhr. Und bei Bild ist es zum Beispiel anders. Aber es gibt zum Beispiel auch jetzt die eingekauften Dokus wie Joe Exotic. Ich glaube, die wird ganz gut. Da ist auch die Halbwertszeit nicht ganz so gering, weil man die von einem Expertenpartner aus Amerika natürlich gekauft hat. Ja, natürlich. Und man hat natürlich die guten alten, ich sag mal so, Halbvoyeur Dokus, die man eigentlich für Bild Plus gedreht hat. Und wenn man ein bisschen weiter runter bei Bild scrollt, da kommt halt irgendwie
irgendwie die Prostituierten erzählen und hinter den Kulissen im Rocker-Clan und weiß der Herrgott was. Also auch da wieder, dieses Klientel von Bild wird absolut bedient. Voll und ganz. Also das natürlich. Ich glaube, das ist auch so eine in einer gewissen Art und Weise eine Zielgruppenfrage. Und ich glaube, da muss man auch zwei Dinge jetzt bei diesem Projekt Bild Live, da muss man zwei Dinge klar voneinander trennen. Auf der einen Seite hast du diese im weitesten Sinne Content-Blöcke, wo man, wie du schon selber sagst, hauseigene Dokumentationen oder vielleicht auch mal irgendwann mal eine Serie, eine Sendung, irgendwas spielen wird, ja. Du hast auf der anderen Seite viel Fußball-Talk, was ich auch so in diese Content-Ecke mit reinstecke, wo man einfach sagt, da passiert immer was. Und dann hast du diesen News-Bereich. Und ich glaube, dann, das ist so das Ding, du musst diesen Sender auf einem Status quo halten, dass das irgendjemand sieht, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und in dem Moment, wo dann etwas passiert, da gab es ja schon Beispiele zu Flutkatastrophe. Oder spinnen wir Gedanken weiter zurück, 2013 oder wann das war, in Paris mit den Anschlägen. In dem Moment, wo etwas passiert, ist ja egal was, da kann dieser Sender halt unglaublich schnell sein. Und das ist schon ein Vorteil. Aber das ist was ich voneinander trennen würde, weil ich denke, den Rest des Jahres oder der Rest der Zeit ist mir ja egal, was auf diesem Sender läuft. Für den Moment, wo dann oder wenn etwas passiert, wenn er dann da ist, dann funktioniert das ja irgendwie. Ja, bloß für mich stellt sich die Frage, wie du schon sagst, ist das Ziel wirklich, mit Werbeverkauf Geld zu verdienen? Weil wir merken es auch immer, wenn wir Bild, auch davon früher den Livestream, Bild Live, den man getestet hat, ist das wirklich das Ziel, einen Nachrichtensender zu betreiben, der hohe Quoten hat? Oder will man eigentlich nur Inhalte produzieren, die man dann eigentlich weitervermarkten kann für Bild Plus oder für Bild.de? Ist das nicht eigentlich das eigentliche Ziel? Und ich glaube auch, dass die Zeit der Bild-Zeitung an sich vorbei ist. Also die Marke Bild muss sich da wirklich transformieren. Gedruckt wird die wahrscheinlich irgendwann keiner mehr kaufen. Aber du willst natürlich auch irgendwo die exklusiven Inhalte bereitstellen. Und es ist auch immer lustig, oder es ist bezeichnend, dass viele Prominente, zum Beispiel die Geschichte um Frank Zander, dessen Vermieter jetzt Recht bekommen hat und er nach 54 Jahren aus seinem Haus ausziehen musste, habe ich alles heute nachgeforscht, hat sich natürlich an die Bild-Zeitung gewandt und an die BZ, um mitzuteilen, dass er sich jetzt nochmal wehrt. Aber auch Manuela Schwesig war heute bei Bild Live zum Interview, wo Thomas Kausch, der frühere Sat.1 Nachrichtenmoderator, heute Nacht oder auch NDR Info, sie scharf angegangen hat und gesagt hat und wirklich unterbrochen hat und sagte, sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wollen Sie jetzt rot-rot koalieren oder nicht? Ja, also ich glaube, das ist natürlich dann schon eine zweite Frage, wie sich das tatsächlich äußert und wie das funktioniert vor der Kamera. Ich finde es interessant, wie du sagst, auf der einen Seite schimpfen wir alle immer oder alle auf die Bild, aber am Ende des Tages landet doch jede Nachricht, vielleicht nicht an erster Stelle, aber ziemlich oft sehr, sehr früh bei der Bild. Und es wird ja auch gezielt so gemacht, wie du eben sagst. Wenn ich irgendwas regional Interessantes habe und ich möchte daraus vielleicht irgendwo eine Story machen, dann bausche ich das ein bisschen auf und rufe die Bild an. Und die kommen ja dann auch. Ich tue mir immer so schwer, weil ich sage auf der einen Seite, ich bin bei dir. Vielleicht ist es nur der Weg von Axel Springer, sich zu überlegen, okay, was machen wir, wenn die gedruckte Variante wirklich ausläuft und wir wollen jetzt schon einen Plan B haben. Und wenn es der Plan B ist, zu sagen, okay, dann sind wir auf einmal mit einem nicht so ganz unerfolgreichen Fernsehsender am Start und bauen weiter auf unsere Online-Marke. Das kann ja gut funktionieren und deswegen finde ich das nicht schlecht. Ich finde es problematisch, also was heißt problematisch? Was mich verwirrt, sind eben das, was du auch schon angesprochen hast, teilweise in den Sendungen, die ich jetzt schon gesehen habe oder über die man gelesen hat. Es ist ein wahnsinnig seltsamer Mix an Personen, die dort auftauchen. Man hat die teilweise Talk-Formate, wo man, ich sag mal, übliche Gesichter sieht. Das ist, wenn es irgendwie um einen Sport geht, ein Rainer Kallmund, der da eben sitzt, wo man eben sagt, na gut, den rufst du halt an, der setzt sich in jede Talkshow. Das ist ja auch in Ordnung, das soll er ja auch tun. Ne? Aber dabei sitzen dann auch seltsame Menschen, wie dann, klar, aus dem eigenen Haus, wie
der Schweizer Variante der Weltwoche, Wochenwelt oder wie das heißt, da der Chefredakteur und die anderen beiden, die ich da, da ein Format, ein Talk-Format, dieses, wie heißt das, Viertel nach acht, Viertel vor acht, irgendwie so? Viertel nach acht, ja. Und Viertel, komischerweise ja. Geht es immer um 20 nach acht los. Ja, ganz seltsam. Und da sitzen ja dann immer fünf Menschen und es ist eben, war Rainer Kallmund dabei und dieser Chefredakteur von der Schweizer Variante, von der Weltwoche. Und sonst neben Klaus Strunz dann noch zwei Menschen, wo ich gefühlt das Gefühl hatte, das waren dann eben die, die halt gerade vorm Redaktionsbüro vorbeigelaufen sind. So. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich sie nicht kenne oder ja, aber auf der anderen Seite liest man dann davon, dass eben gerade bei diesem Talk irgendwie zum Start da auch Thomas Gottschalk saß. So, oder zumindest eingeladen war. Ich weiß es nicht. Und das ist dann so ein sehr seltsamer Mix, wo ich mich frage, worum geht's denn da? Ich kann mich da als Zuschauer nicht drauf einstellen. Was sehe ich denn da jetzt? Worum geht's? Ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass bei Bild TV tatsächlich jetzt keine harten Nachrichten gemacht werden, sondern immer natürlich die Aussagen, beziehungsweise kann man das vielleicht auch sagen, Live-Inhalte produziert werden, um die schnell zu vermarkten. Ganz anders ja. Ist es zum Beispiel bei der Welt. Und das ist ja das Verrückte, dass Axel Springer jetzt zwei Nachrichtensender hat. Und Welt hat man eigentlich massiv ausgebaut. Und die senden zwischen früher von 7 bis 12 und dann immer irgendwie 5 Minuten Nachrichten bis Mittag oder bis morgens um 5 Minuten Nachrichten bis 23 Uhr. Dann hat man die 23 Uhr Nachrichten aufgenommen, nochmal neu für die Nachtnachrichten. Um 6 Uhr lief dann noch die aufgezeichneten. Mhm. Und jetzt hat man eigentlich von 7 bis 20.15 Uhr ein durchgängiges Live-Programm. Ja. Und natürlich auch ein neues, gutes Studio. Und da siehst du nur die Moderatoren drin sitzen oder die Gäste. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei diesen Bild-Live-Sendungen, dass es alles eigentlich relativ günstig produziert. Also das Studio sieht jetzt nicht irgendwie aus, als hätte Axel Springer da jetzt viel investiert. Und man merkt auch irgendwie so ein bisschen, dass die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Das stimmt, das stimmt. Also zum Thema billig produziert muss ich auch sagen, ich habe das im ersten Moment, als ich das erste Mal eingeschaltet habe, da lief zu der Zeit, die war irgendwann vormittags Bild live, da lief diese News-Sendung. Man sieht dieses Studio, wo irgendwie zwei Tische nebeneinander stehen, die auch irgendwie nicht zusammenhängend sind, sondern irgendwie nur so nebeneinander hingestellt sind. Dann liegt da irgendwo ein Laptop auf dem Tisch und dann stehen da zwei Menschen, die so halb miteinander, halb in die Kamera sprechen. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemandem auch so ging. Aber ich musste im ersten Moment überlegen, weil ich auch erstmal den Sender suchen musste, ne, weißt ja nicht, wo das ist, und dann googelst du dann und dann sagst du irgendwie Kanal 95, okay, da gehst du dann hin. Und ich wusste dann natürlich nicht, ob ich richtig bin. Und ich dachte im ersten Moment, das kam mir rüber wie so eine alte Folge von Switch oder so, wo so eine News-Sendung einfach satirisch auf den Arm genommen wird, weil so wirkte das. So ein brottrockenes, auch einfach nicht in Szene gesetztes, ja, wir stehen jetzt hier und erzählen uns irgendwas, und es war auch ein unfassbar absurder Wechsel von einem lockeren, lustigen, jetzt reden die beiden Moderatorinnen, es war ein Mann und eine Frau, ich weiß gar nicht, wer es war, sprechen irgendwie locker miteinander, hin zu einem unglaublich ernsten Nachrichtenton. Und das ist total absurd, muss ich sagen. Ich habe es gar nicht verstanden. Ja, und gerade beim Blick auf Welt, die ja auch wirklich Fakten schaffen, ja. Die haben jetzt zum Beispiel wahnsinnig viele Interviews, wo man auch, und ich muss sagen, Gott sei Dank, endlich öfters Robin Alexander von der Welt, also von der Schreibwelt zum Fernsehwelt rüberholt, der wahnsinnig gute Interviews auch macht, auch ich sage jetzt mal, Interviewpartner nicht bloßstellt, aber natürlich dazu führt, dass er solche Argumente hat, dass sie eben nicht wirklich gut darauf antworten können. Das ist richtig. Aber das ist ja auch der Punkt, auf den du gerade noch mit, sag mal, raus wolltest. Das ist, glaube ich, auch die größte Aufgabe im Bild, jetzt egal ob Bild oder auch Welt, in dem Haus. Man schreibt bei Axel Springer ja immer darüber, dass man alles aus einem Haus produziert und jetzt ja gerade das neue Studio auch so eng alles beieinander ist. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, zu sagen, man muss diese Redaktionen wirklich unter einen Hut bringen und eben nicht, man darf diese Content-Produktion nicht voneinander trennen, zu sagen, wenn du auf das Level kommst, dass irgendwie, naja, das, was in der Bild gedruckt ist, irgendwie abends nur vorgelesen wird,
dann hast du was falsch gemacht. Das muss ineinander greifen. Da müssen mehr Informationen aus einem Live-Angebot rauskommen, als vielleicht gedruckt da gewesen waren. Oder vielleicht auch andersrum. Zu sagen, ich gebe dir live nur eine kurze Meldung und sage dir, okay, du kannst das in der Bild von heute lesen oder von morgen. Das wäre ja durchaus was Interessantes. Ja, so macht es ja auch Welt am Sonntagmorgen. Ja. Wenn du genau. da anschaltest um 9 und dann wird auch die Top-Story irgendwie verfilmt und dann heißt das, ja, sie können mehr dazu in der Welt am Sonntag lesen. Genau, und wenn du das schaffst, dann schaffst du ja auch irgendwo in einer Art und Weise, ich will jetzt nicht sagen umfänglich für eine Bild, aber vielleicht für sowas wie eine Bild am Sonntag. Ich habe auch immer den Sportsektor im Kopf, vielleicht schaffst du das da auch ein Stück weiter, Stories wirklich zu Geschichten zu machen. Und wenn du das hinkriegst, dass du sagst, du hast aus diesem Live-Programm einen Mehrwert für vielleicht die gedruckte Variante oder andersrum, dann hast du ja zumindest irgendwas geschafft, egal wie das qualitativ am Ende rüberkommt. Aber dann hast du was geschafft. Ich glaube nur nicht, dass das die Zielsetzung ist. Das glaube ich tatsächlich nicht. Was soll die Zielsetzung? Also von was jetzt? Von Bild, Welt oder von beides Bild, zusammen? Von Bild. Ich glaube, Welt fährt weiterhin seine eigene Schiene. Das ist ja, wie du schon sagst, das funktioniert auch. Das wird konzeptionell auch nicht mehr angegangen. Warum auch? Aber von Bild. Und ich weiß nicht, also es ist rein spekulativ, das muss ich sagen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, aber ich glaube, dieser Gedanke, es gibt zwei Gedankengänge. Auf der einen Seite ist es, wir starten dieses Bild-Live-Ding jetzt einfach, damit wir es gemacht haben, damit wir in diesem Business einen Fuß in der Tür haben für den Fall, dass jetzt wirklich 2025, es kauft kein Mensch mehr eine gedruckte Zeitung, und dann haben wir schon mal was gemacht, wo wir nicht neu bei Null anfangen müssen. Das ist, glaube ich, der eine Gedankengang. Und der andere Gedankengang ist wirklich der, zu sagen, wir haben ein laufendes Programm. Es ist uns vollkommen wurscht, was da läuft. Es geht nur darum, für diesen Moment, wenn wir live wirklich etwas berichten müssen, dass wir dann ein fertiges Studio haben, direkt hingehen können. Und wir müssen nicht irgendwie eine Livestream-Schalte irgendwas machen, sondern wir stehen im Studio und können das machen. Für diesen Moment will man vorbereitet sein. Und dann stellt man sich hin und sagt, also wir waren mit unserer Live-Schalte ja schneller als ARD und ZDF. Nicht nur ARD und ZDF, sondern vielleicht auch noch NTV, was ja sehr gut performt. Mhm. Und wir wissen natürlich auch nicht, hat ProSieben Sat.1 vor, in 2-3 Jahren noch einen eigenen News-Sender zu starten, wie man das in Österreich schon hat. Und ich weiß nicht, hast du mal Puls 24 angeguckt? Angeschaut nicht. Ich kenne es, aber angeschaut nicht. Also wirklich die billigste Art von Fernsehen, da wird wirklich im 10-Minuten-Takt die Nachrichten vorgelesen und da denkt man sich eigentlich, was machen die das eigentlich? Und das war ungefähr zwei Wochen vor der Wahl und du dachtest dir halt wirklich als Zuschauer, naja, sind die Themen eigentlich in Österreich so dünn? Ja, das ist dann halt die Frage. Aber ja, Österreichs neue TV-Sender, Puls, genau. Ach, ich weiß auch. Und die Frage ist natürlich auch, ob sich da wirklich Axel Springer gut aufstellt. Wir haben das bei der RTL-Gruppe ja zum einen gut, aber wir haben es wahrscheinlich auch viele Verlage, die es komplett verschlafen haben und auch verschlafen werden. Also Spiegel TV versucht jetzt irgendwie auch so mit einem Partner so Doku-Sender aufzubauen. Mhm. Aber so einen richtigen Nachrichtensender haben sie nie geschafft. Und man merkt auch alle anderen, so FAZ, Süddeutsche, na, sie versuchen schon digital was zu machen, aber auch die Abonnenten sind relativ übersichtlich. Ich muss sagen, ich bin seit fast 10 Jahren Abonnent der Welt. Mhm. Zu auch einem relativ günstigen Preis. Das ging damals los für 100 Euro im Jahr. Die, ich sag mal so, komplette Welt, nur halt nicht gedruckt, sondern digital. Und kostet immer noch für mich nur 100 Euro. Und da denke ich mir, 7,30 Euro im Monat, da wäre ich ja doof, wenn ich das kündige. Ja, ja, das ist richtig. Nee, klar, aber ja, also das ist das Ding. Ich glaube, und deswegen sage ich das, oder habe ich das so gesagt, da geht es darum, sich jetzt einen Fuß in die Tür zu setzen und nicht eben zu spät zu sein. Weil wie du sagst, es wird an so vielen Stellen probiert, irgendwas aufzubauen, was in irgendeiner Art und Weise digital ist. Und es scheitern so sehr viele daran, weil dann auch unklar ist, das muss man ja auch sagen, da war die Bild einfach sehr, sehr früh dran. Das war schon Jahre her, als man das im weitesten Sinne nicht als News-Sender probiert hat, sondern da war sehr treibende Kraft die Sportredaktionen von Bild, die entsprechend sehr früh den Weg gegangen sind, zu sagen, wir stellen unsere Spielberichte über die Bundesliga und zweite Bundesliga mal auf YouTube oder wir bieten die zwar exklusiv auf bild.de an,
aber eben als Video und zumindest für einen gewissen Zeitraum. Das war dann meist so am Tag nach des Spieltags, also entweder Montag oder Dienstag, ist das für 24 Stunden kostenlos und danach bezahlt man dafür. Auch da ist die Bild, das muss man einfach sagen, einen langen, auch langen steinigen Weg gegangen und hat sich da ein Stück weit vorgekämpft. Und da sind einfach viele andere Mitbewerber noch an einem Punkt, wo sie gar nicht so genau wissen, was können wir denn bieten, was bringt uns denn vielleicht einen Video-Mehrwert, was bringt uns dieses crossmediale Berichten. Und ich denke, Bild sagt jetzt einfach, komm, wir machen das. Wir probieren das. Und wie du dann sagst, der Content kommt doch von alleine, weil die Zielgruppe, der Bildleser, wenn das ankommt und wenn das anrollt, dann wird er sich das auch anschauen. Und dann ist es, dann geht es darum, dass der Anzug von dem und dem im Interview eine Nummer zu groß war, aber das wird sich dann angeschaut. Das glaube ich auch, weil es wird ja auch gekauft und gelesen. Das sehen wir ja immer wieder. Und darüber unterhalten sich ja auch die Leute. Also ich kenne Menschen, die kennen sich mit Politik aus, aber die sagen dann, naja, warum hast du in Bayern niemals SPD gewählt? Dann sagt er zu mir zum Beispiel, das war der Franz Mager, der immer als SPDler angetreten ist, wurde mir von einer bestimmten Person gesagt, wieso soll ich jemanden wählen, der total schiefe Zähne hat, der sich nicht mehr um seine Zähne kümmern kann? Wie soll der sich dann um Bayern kümmern? Und es ist oft wirklich diese Oberflächlichkeiten. Und ich hatte dazu letztens auch ein interessantes Gespräch mit einer mir sehr gut vertrauten Person, warum eigentlich die Union und die SPD immer so stark sind, vor allem die Union. Und vielleicht liegt es halt auch daran, dass man halt den Leuten nichts Schlechtes tun möchte, weil man ja sowieso immer jemanden kennt, der im CSU-Ortsverein drin ist, der dann immer sagt, ja, aber bei uns hier im Ort ist es doch nicht so schlimm. Und dann denkt man vielleicht auch darum, ja, die CSU, die macht doch immer hier das Festchen und da gibt es dann immer, wie in der Stadt, wie in der großen Stadt irgendwie, das Steakbrötchen nicht für 3,90, sondern für 2,50. Und das ist immer lustig, weil diese ganzen Argumente, die eigentlich so oberflächlich sind, wurden immer im Osten auf die NPD eingedroschen. Aber es funktioniert ja eigentlich in vielen Teilen auch nicht anders. Wenn ich mir anschaue in meinem Heimatdorf, wie viele Veranstaltungen die CSU einfach macht und wie viele Leute dann immer natürlich die CSU wählen. Und das ist schon ziemlich bezeichnend, dass auch in meinem Heimatort die SPD relativ schlecht abschnitt, sie aber auch kaum Mitglieder hat und auch kaum Feste veranstaltet hat. Und manchmal kann man das halt wirklich so einfach runterbrechen. Und es hat auch Robin Alexander eben, dazu komme ich jetzt, in dem Podcast Machtwechsel erzählt, weil Axel Springer macht jetzt auch sehr viele Podcasts, um eben alles abzudecken. Und am Montag lief eine Dokumentation im Ersten zu den drei Kanzlerkandidaten. Und zum Beispiel hat man gesehen, Armin Laschet ist so der Typ aus dem Volk. Morgens irgendwie geht er Toto spielen und er tippt immer unentschieden. Und wenn ihn irgendwie noch der Kioskbesitzer morgens um 9 Schnaps anbietet, dann macht er das auch. Also so ein typischer, der Typ macht alles, um zu gefallen. Und du denkst ja eigentlich, ja, was ist denn das für ein Typ? Robin Alexander hat es dann eben auch ganz gut erklärt. Er hat es mit seiner Frau angeguckt und hat die ganze Zeit nur seine Frau beobachtet. Und Olaf Scholz zum Beispiel wirkte immer sehr als staatsmännisch. Und ich glaube, da geht es dann auch vielen Leuten einfach darum, weil ich weiß nicht, auch die Diskussion, wie ein Kanzleroutfit aussehen sollte. Also sollten wir mal einen Kanzler haben, der Kurthosen trägt? Oder sagt man einfach, nee, ein Kanzler, wenn der zum Duell oder sonst wohin geht, dann hat er einfach seinen Anzug an, seine Krawatte und geht dahin und hält eine Rede. Und ja, ich meine, gute Mischung war ja damals Gerhard Schröder, der sich ja heute noch ab und zu in den Mittelpunkt stellt. Aber der hat halt einfach immer staatsmännisch gewirkt, hat aber dann noch solche Phrasen rausgehauen, wie hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Ja, genau. Die Volksnähe war auf jeden Fall da. Das hat er schon gekonnt. Ja, aber ich finde, das ist ja das Spannende, glaube ich, einfach auch. Also was wollen die Leute sehen? Und das ist ja der Anspruch, den vielleicht auch Bild vielleicht irgendwo immer verfolgt.
es wird sich damit ja rausgeredet zu sagen, hey, klar haut immer jeder auf uns drauf, aber wir machen doch das, was die Leute wollen. Und das hat ja auch irgendwo seine Berechtigung. Und es ist dann schon spannend, glaube ich, weil ich sag mal so, wir unterhalten uns jetzt ja auch drüber. Und gerade eben über diese Themen, wie ist es wirklich wichtig, was da irgendwo getragen wurde oder wer wie wo aufgetreten ist. Und dann fallen uns ja auch Situationen ein, wo wir sagen, da haben wir im Vorfeld auch schon mal vielleicht drüber nachgedacht. Und das ist es ja schon, wo man sagen muss, da haben sie ja was geschafft. Das auf jeden Fall. Ob das jetzt für im Sinne des Journalismus oder noch größer im Sinne der Gesellschaft irgendeinen Sinn hat, das sei mal dahingestellt. Na, ich würde vielleicht sagen, das hat eigentlich schon einen großen Sinn, weil man muss ja auch mal überlegen, warum wählen eigentlich so viele Menschen gewisse Parteien beziehungsweise Parteien nicht. Ich hatte dazu auch letztens ein Gespräch mit Maybrit Illner und da ging es eben auch darum, naja, eigentlich sehe ich persönlich die SPD bei mindestens 30%, weil sie für einen unfassbar großen Teil der Gesellschaft Dinge erreicht hat, wo man sich eigentlich hinsetzen müsste als untere Mittelschicht bis Unterschicht, einfach die Schlechtverdiener, die einfach, ich hatte da auch mal einen Kollegen, der hat nach seinem Job hat er immer noch freitags an der Tankstelle für 5 Euro damals gearbeitet. Der profitiert von dem Mindestlohn und als, ich sag mal so, Tankstellenwart, da musst du heutzutage nicht nur abkassieren, du musst den Leuten Kaffee verkaufen, du musst verschissene Toiletten sauber machen und das übrigens nicht nur an Autobahnraststätten, du musst Pakete annehmen und du musst dich um Pfand kümmern und noch den Laden auffüllen und das hat er für 5 Euro machen müssen und da muss man schon sagen, wer so viel macht, der sollte halt vielleicht doch 10 Euro bekommen. Gut, 12 Euro sehe ich jetzt persönlich bei manchen jetzt nicht so, bei manchen Tätigkeiten, aber auch zum Beispiel, dass, ich sag mal so, auch mittelmäßige Verdiener ihre Eltern ins Altersheim stecken können und die müssen das nicht mehr bezahlen. Ja, auch das ist eine große Errungenschaft. Oder die Ehe für alle, die auch von der SPD initiiert wurde. Gut, die stößt vielleicht wieder den einen oder anderen ab, aber trotzdem sind es ja solche Sachen, die die SPD in den letzten Jahren mehr oder minder bewegt hat, dass ja, das eigentlich logisch, wenn wir nach Logik gehen, müssten wir alle die SPD wählen. Das ist richtig. Nach Logik, ja. Das ist aber auch, also das ist ja die Frage, inwieweit steht Logik dahinter? Und ich glaube gerade in dem Rückblick auf dieses Jahr oder in dem Vorlauf, jetzt auch die Bundestagswahlen, muss man ja sagen, gerade solche Geschichten haben ja immer, leider mittlerweile immer weniger mit Partei und immer mehr mit Personen zu tun. Und da ist es ja dann schon auch die Frage, und da kommen wir auch thematisch wieder an, wo wir sagen, warum schafft es denn eine Union oder hat es geschafft, einfach immer ein Stück weit, naja, ich will nicht sagen professioneller zu wirken, aber zumindest so zu wirken, als ob man konnte sich ohne Parteiprogramm anzuschauen und einfach nur von einem groben Eindruck irgendwo sicher sein, naja, im Zweifelsfall CDU, CSU, die machen das schon irgendwie. Das war ja irgendwie der Konsens der letzten Jahre, zumindest natürlich ortsgebunden, teilweise aber auch im großen Kontext gesehen. Und dann sind eben, es hat, wie du sagst, es hat eben niemand darauf geschaut, zu sagen, was hat denn eine SPD in den Jahren zuvor wirklich erreicht. Weil vielleicht da auch, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Führung gefehlt hat oder ob da eben nicht die richtigen Personen in der Öffentlichkeit standen. Aber das Ding ist, man hatte, oder der Eindruck war eben immer, CDU, CSU, die machen das schon irgendwie. Viele kriegen das auch, oder das auch aus meiner Erfahrung so, das wird einem so ein Stück weit auch sicherlich, je nachdem, wo man herkommt, aus einem Elternhaus weitergegeben. Gerade in Bayern ist das ja immer wieder ein Thema, zu sagen, wählst du die CSU, ne? Aber es wird weniger drauf geschaut, was wirklich erreicht worden ist. Deswegen, ich finde es auch interessant, in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, kamen viele, ich glaube, es war sogar ARD, viele so Rückblicke auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel, wo man so viele Themen ansieht, wo man im Endeffekt sagt, da ist in 16 Jahren auch effektiv nichts passiert. Und man hat zum Beispiel der Digitalausbau. Ja, eben. Aber man hatte trotzdem so das Gefühl, bis es jetzt zu dem Punkt kam, wo man gesagt hat, okay, was ist da überhaupt los, hatte man so das Gefühl, naja, das läuft schon irgendwie. Präsentiert haben sie das immer super.
Also das kannst du ja in jedes oder in viele Themenspektren reinspinnen, wo man auch sagen kann, okay, es ist im Nachgang auch, das muss ich auch sagen, teilweise unfair, weil ich meine, da kann Angela Merkel auch nichts dafür, dass wir nun mal ein Land sind, das sehr extrem gerade politisch von Lobbyismus lebt und die Grundidee Klimaschutz oder Klimawandel ist eine super tolle, aber es scheitert immer und das ist nun mal leider so an der Frage, wer finanziert das? Und da ja, hat vor 15 oder vor 14 Jahren, als dieses das erste Mal aufkam, diese Themen mit Klimaschutz, da war halt dann irgendwo auch jemand gestanden, der gesagt hat, naja, das sind alles tolle Ideen und komm, das machen wir jetzt mal. Aber naja, wir brauchen halt die Industrie, ne? Sorry. Also da kann jetzt Angela Merkel auch nichts dafür, dass das so ist. Und aber nichtsdestotrotz, es sind unglaublich viele Themen, wo einfach nichts passiert ist. Aber trotzdem ist so das Ding, ja, das hat sie schon gut gemacht. Hat sie ja auch, will ich ja gar nichts dagegen sagen. Naja, ich sag mal so, es wird viel zu viel Geld ausgegeben. Ja. Und das fällt uns jetzt gerade auf die Füße. Als die Zeiten gut liefen, da hat man gemeint, man müsste mit aller Gewalt das Geld unters Volk bringen. Mhm. Jetzt hat man ja, glaube ich, sogar noch die Zahlungen, die zwar eingefroren sind nach Afghanistan, aber die hat man jetzt, glaube ich, erhöht. Ich glaube, von 550 Millionen auf 600 Millionen. Bei der Flut beispielsweise hat man auch gesagt, man haut da das Geld, wie es nicht mehr geht, wirklich raus, statt tatsächlich mal nachzudenken. Ja? Ja. Und es gibt zum Beispiel auch so Bauexperten, die halt einfach freiwillig teilweise in diese Region reingehen und sagen, du, das bringt dir nichts, wenn du das Geld vom Staat bekommst. Du hast einfach Öl auf deinem Grundstück. Du kannst da nicht langfristig wohnen. Außerdem frisst das Öl ständig deine Bausubstanz an und du hast einfach drei tragende Wände, die halt einfach langfristig kaputt gehen. Und das wird halt einfach nur immer Geld mit der Gießkanne verteilt. Man hat es ja auch bei unseren ganzen Lockdowns gesehen, warum ein Supermarkt geöffnet werden durfte, aber ich sag mal so, ein Buchhandel nicht. Das konnte doch kein Mensch wirklich erklären. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und da auch bei dem Thema, wenn wir da sind, entsprechend bei diesen ja, Soforthilfen und Zahlungen. Ich kenne einige so in meinem Umkreis auch, ich sag mal, das war ja dann diese ominöse Gruppe der Solo-Selbstständigen, worunter einfach ganz, ganz viele ja, Freunde und Kollegen von mir fallen, die eben auch im Journalismus tätig sind und so weiter, die in dem Sinne selbstständig sind, die alle oder viele gesagt haben, ich tue mir das nicht an. Klar haben wir jetzt eine schwere Zeit und auch viele selbstständige Musiker, die ich kenne und so weiter, die sagen, ja, das wird jetzt schwierig und das ist nicht cool, aber ich tue mir das nicht an, da jetzt Geld anzunehmen, weil das wird einen viel längeren Rattenschwanz haben. Und ach, ich weiß nicht. Oder die Gastronomen, die 70% des Umsatzes bekommen haben, weil sie geschlossen haben. Und dann kannst du aber auch, ich glaube, du kannst es auch über einen Trick, kannst du ja dann einfach was anderes arbeiten. Beziehungsweise du kannst auch einfach nichts machen, die Füße hochlegen und kriegst einfach Geld, statt dass appelliert wird, dass du irgendwie guckst, dass du vielleicht irgendwo als Nebenjob irgendwas annimmst, während die Krise ist. Aber es wurde halt, und das muss man auch Angela Merkel und ihre Regierung zur Last halten, es wurde viel, viel Geld sinnlos ausgegeben. Ich sage zum Beispiel nur Atomausstieg. Erst waren wir draußen, dann wieder rein und dann mit aller Gewalt raus. Ja, und währenddessen baut Frankreich direkt an der deutsch-französischen Grenze nochmal 2, 3 Atomkraftwerke. Genau. Und Atomkraft ist klimafreundlich, muss man sagen. In dem Sinne ja. Also rein von der Klimaperspektive ja. Es ist halt natürlich, bei Atomkraft schwingt halt immer die Gefahr mit. Kann halt ja, immer was passieren. Man könnte aber auch einfach kleine Atomkraftwerke bauen. Das kann man sicher. Aber die, ja, nein, das sind also ich glaube, die Technik ist weiter als in den letzten 70 Jahren. Und ich glaube, das kann man relativ reduzieren. Und soweit ich weiß, gibt es auch inzwischen andere Energiequellen, die emissionsarm sind, wo das dann ganz gut funktioniert. Außerdem muss ich eins mal sagen, ich glaube nicht, dass die Menschheit schafft, eine Welt hinzubekommen, die emissionsarm ist. Schwierig. Ich glaube, wir sind zu sehr vielleicht, ich will nicht sagen in eine falsche Richtung, aber wir sind zu sehr in eine bestimmte Richtung entwickelt. Wir konsumieren nun mal alle und alles, was wir konsumieren, wird in irgendeiner Art und Weise einen Fußabdruck hinterlassen. Und das werden wir auch nicht ändern können. Das ist auch so eine Gesellschaftskritik, also was auch die Medien überhaupt nicht aufnehmen.
die Lösung des Klimawandels ist es doch nicht, 1 Milliarde neue Elektroautos zu bauen, sondern es geht doch eigentlich darum, dass wir unsere Freiheiten ein bisschen zurückschrauben und sagen, hey, macht es überhaupt Sinn, wenn wir alle einzeln mit einem Auto für 4 bis 6 Personen rumfahren? Oder macht es vielleicht Sinn, einfach zu sagen, ich mache mal einen Wocheneinkauf oder ich latsch mal zu meinem Bäcker, hol mir da was zu essen, wie es früher war. Genau, genau. Ja, aber da sind wir einfach alle Konsumenten geworden und vor allem bequeme Konsumenten. Das ist ja das Interessante. Ich meine, das muss man jetzt auch gar nicht so sehr auf das reine Umweltthema beziehen oder reduzieren, aber wir sind einfach Konsumenten geworden. Es ist so normal geworden, so viele Dinge zu besitzen einfach. Und dann gibt es immer so, ich finde es immer interessant, weil es gibt so gefühlt so Trendmomente, wo auf einmal Carsharing total geil ist. Und dann ist auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, bei uns, als ich noch in Nürnberg studiert habe, gab es da so eine Phase, wo das mal ein Semester total geil war, so Fahrradsharing. Und jeder konnte irgendwie an einem bestimmten Fahrradständer an der Uni sein Fahrrad halt abstellen und nicht absperren. Und das konnte halt jeder dann benutzen und dann kam das wieder zurück. Und das sind aber so Trendmomente, die irgendwie immer geil sind, aber das wird ja auch nie verfolgt. Das ist dann immer so, ja, cool, aber spätestens nach einem Jahr kaufe ich mir halt doch ein Auto, weißt du? Und so ja, weil ich sag mal, so ein Auto ist ja spottgünstig teilweise. Ja, eben, das ist ja klar. Ich meine, jetzt aktuell gerade Autos leasen, da muss man nicht viel zahlen für. Nee, ich erzähle auch immer ganz gerne die Geschichte von meiner Ex-Freundin, die einfach ein ganz gutes Auto, ich glaube aus den 90ern, hat da eben spezielles Radio eingebaut, ich glaube für 200 €. Und das Auto hat auch nur 250 € gekostet. Und die hat ja so viel Geld sowieso nicht in ihrer damaligen Ausbildung verdient. Und solche Menschen, und da gibt es viele, die sagen sich, ist mir doch egal. Was bringt es denn, wenn ich mir jetzt ein neues Elektroauto kaufe, das ich auf der Arbeit nicht laden kann und danach komme ich nicht heim? Die hat ganz andere Probleme gehabt und hat dann zum Beispiel auch mal gesagt, wenn das Benzin zu teuer war oder wenn sie sich was gönnen wollte, na gut, dann fahre ich halt zu meiner Arbeit jetzt mal wieder 2 Wochen mit der Bahn. Ja. Ja. Das ist dann natürlich eine alternative Frage. Das ist dann, also sowas, dass gerade die jetzt Mobilitätsdiskussion endet ja irgendwo immer an dem Punkt, wo man sagen, was machen Menschen, die eben nicht in einer Stadt oder in einem Umkreis wohnen, wo das Sinn macht. Aber der Grundsatz ist einfach das zu sagen, das hast du ja vorhin schon auch gesagt, müssen wir alle für 2 oder für 4 Leute in einer Familie, müssen wir ein Auto haben? Und es ist ja oft die Frage eher, müssen wir 1 oder 2 Autos haben? Also, und das ist das Ding, müssen wir so viel konsumieren? Und ich weiß, ich kann mich leider nicht daran erinnern, welche Sendung es war. Es war entweder Anne Will oder Maybrit Illner. Gerade erst letztens, wo es auch darum ging, Umweltschutz, ja, aber das bedeutet doch auch Verzicht. Und es war interessant, weil es war eine Sprecherin da, eine Jugendsprecherin von Fridays for Future und auch 2, 3 Politiker. Und egal von welcher Seite, es hat sich keiner getraut, das klipp und klar zu sagen. Auf diese Frage hin, okay, wir wollen Klimaschutz, ja, bedeutet das aber, dass der Mensch, der Konsument am Ende, dass der auf Dinge verzichten muss. Und das hat keiner sich getraut zu sagen. Es war immer so ein Ja und das muss man sehen und das ist eine gesellschaftliche Frage und wir müssen da alle und es hat einfach keiner gesagt. 2 Dinge will ich dazu anmerken. Und zwar war es tatsächlich so, ich kenne das von unseren Nachbarn. Meine Eltern waren immer berufstätig. Aber man kennt es, wie gesagt, von den Nachbarn. Da hat dann eben nur der Mann gearbeitet. Die Frau hat sich halbtags oder ganztags um die Kinder gekümmert. Man hat aber auch nur ein Auto gebraucht, weil der Mann oder die Frau dann eben zum Beispiel entweder im Ort noch gearbeitet hat und der andere Partner beispielsweise ein bisschen weiter weg. Und da war es aber auch so, dass da gab es noch Überläden, so kleine Bäckerläden, da bist du hin, da hast du halt dein Brot für heute Abend geholt, deine Wurst. Ja, und dann vielleicht noch was fürs Mittagessen. Und dann das konntest du auch alles natürlich zu Fuß machen, weil es war natürlich auch damals in, ja, nicht ständig irgendwelches abgefülltes Wasser zu kaufen. Also das war bei uns ziemlich selten. Das meiste aus dem Wasserhahn. Und das Nächste, was du sagst mit Politiker und ehrlich, das ist ja überhaupt so ein Ding. Wir diskutieren ja auch immer bei den Medien, warum die da auch nicht ein bisschen härter nachfragen. Weil
Schlussendlich sind doch die Maßnahmen, die die Politik über Corona macht, nichts anderes als eine hinterrücks eingeführte Impfpflicht. Oder man will die Zahlen verschleiern, aber man will eigentlich dafür sorgen, dass die Leute sich impfen lassen. Und wäre es nicht einfach ehrlich von der Politik, wenn sie einfach sagen würde, ja, wir wollen, dass die Leute sich impfen lassen und wer das nicht macht, wird bestraft. Statt immer daraus irgendwelche Sachen zu erzählen, wo jeder eigentlich weiß, warum soll ich ihn den wählen? Der erzählt mir doch sowieso nicht die Wahrheit. Das hat mich auch. Also ich tue mir das muss ich allgemein sagen, ich tue mir bei dem Wort Impfpflicht immer schwer, weil ich das, es ist keine Pflicht, das ist es schlicht und ergreifend nicht, aber du hast das ja richtig gesagt. In dem Moment, wenn du dich impfen lassen möchtest oder das tust, kannst du mehr tun als der es nicht tun möchte. Man kann das jetzt so formulieren wie du und sagen, derjenige, der es nicht tut, wird bestraft, oder du kannst eben sagen, derjenige, der es tut oder diejenige, wird belohnt. Und ich finde, das hat mich enorm gestört an dieser ganzen Herangehensweise, weil wie du sagst, es war dann so ein, ja, mach das mal alle, das ist ja auch für uns alle, und dann gab es immer diese obskuren Diskussionen über, das ist ja nur für die Herdenimmunität, da geht es ja jetzt gar nicht drum, dem einen mehr Freiheiten einzuräumen als dem anderen. Und das hat mich auch gestört, weil ich habe mir gesagt, dann stell dich da doch hin und sag, doch, genau das wollen wir. Ich weiß nicht, wer das zur Zeit mitgekriegt hat oder mitkriegt, jetzt gerade gestern und vorgestern in den gerade vielen sozialen Medien, viele Bands und Veranstalter, Konzertveranstalter, Festivalveranstalter haben sich da jetzt so eine Kampagne zurechtgelegt, und das ist, muss ich sagen, in dem Punkto, da gibt es viele Diskussionen unter jedem einzelnen Posten, die haben auch ihre Berechtigung, aber die Tonalität dieser Kampagne ist genau richtig, zu sagen, Leute, bitte lasst euch impfen, weil dann haben wir als Veranstalter oder als Band eine Grundlage zu sagen, wir können etwas veranstalten. Und das kann jeder gerne scheiße finden. Gar keine Frage. Und dann kann auch jeder sagen, ja, es gibt aber die, die können sich gar nicht impfen lassen. Und ja, aber ist alles richtig. Aber das hat, wie du gesagt hast, das hat bisher kein Politiker und niemand in der Öffentlichkeit so klar geäußert, wo einfach ein Satz da steht, bitte Leute, lasst euch impfen, weil wir wollen es. Ja, bitte. Und eine Herangehensweise muss natürlich dann auch noch folgen. Bin ich persönlich der Meinung, kann ja jeder andere Meinung sein. Aber wenn wir jetzt sagen, also entweder sagen wir wollen eine Impfpflicht und die Leute, die sich nicht impfen lassen, werden ausgesperrt. Okay, das ist eine Meinung, die kann man haben. Da kann man ja dann auch entsprechend wählen, dass man das eben so nicht haben möchte. Aber wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, wo wir einfach sagen, okay, ja, es lassen sich nicht mehr so viele Leute impfen, jeder kann hin, es werden ein paar Dosen weggeworfen, dann lasst uns aber auch jetzt endlich mal sagen, hey, Lockerung aufheben. Und wenn einer meint, er will unbedingt sich nicht impfen lassen, dann ist es ein gutes Recht, genauso wie er theoretisch durch den Wald laufen kann, wenn es geregnet hat, durchs hohe Gras, nicht gegen Zecken geimpft ist und dann von der Zecke gebissen wird, ist freiwillig. Und jemand, der nicht geimpft ist, der muss vielleicht dann nicht auf ein Megakonzert gehen oder darf nicht gehen. Kann aber halt auch sein, dass er dort von irgendjemand angesteckt wird und dann halt einfach das Pech hat, irgendwo im Krankenhaus zu liegen und, muss man ganz böse sagen, zu sterben. Ja. Ja, das ist richtig. Und das ist aber, glaube ich, auch, das ist dann ein Punkt, wo ich dann, da habe ich auch ein Problem mit. Was heißt ein Problem mit? Da sind wir an dem Punkt Unehrlichkeit wieder. Da wird dann auch sich nicht drauf verlassen oder sich nicht, da wird nicht drauf gebaut zu sagen, wir vertrauen diesem Impfen und dem Ganzen hundertprozentig, sondern es ist so ein, lasst euch alle impfen, aber wir wissen auch noch nicht so genau, ob es so hundertprozentig hilft, aber lasst euch mal alle impfen. Sondern das ist eben genau dieses Ding zu sagen, und da stecken wir ja gerade genau in dieser Diskussion, oder im Modellprojekt, wie es jetzt in Hamburg ist, 3G oder 2G. Lassen wir die Getesteten ganz raus, weil was bringt uns am Ende des Tages dieser Schnelltest? Ist der überhaupt sicher? Das sind all diese Diskussionen, wo ich sage, da fahren wir oder sind wir politisch nie eine klare Linie gefahren. Und das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel Unmut geschürt, weil das ist ja, jede Unklarheit ist ja normal einfach zu Menschen, die sich da in auch bestimmte Kreise bewegen wollen, wo man hat eine gewisse Unklarheit, ist immer gut für jeden, der da halt irgendwas reininterpretieren möchte, gezielt. Und da ja, und schon, da haben da doch auch Kollegen, da haben ja auch bitte, dann schlussendlich die
ich tue mir schwer, in den Namen zu geben, aber ich sage einfach mal Leute wie Attila Hildmann am Ende recht, wenn sie sagen, naja, es gibt da hintenrum dann doch eine Impfpflicht. Und das tut mir wirklich immer weh, so jemandem recht zu geben. Aber auch zum Beispiel sowas wie die Ausgangssperre war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so Leute, jetzt ist aber mal wirklich der Punkt erreicht, wo ich sage, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Vor allem nicht das Wiederholte. Ich glaube, am Anfang auch in puncto Lockdown, das hat man ja schon gespürt. Drehen wir die Uhren 2020, Februar, März zurück. Ich glaube, am Anfang, diese erste Welle, die kam, und war die Bereitschaft der Bevölkerung, glaube ich, einfach sehr, sehr groß. Und ja, weil wir wussten auch nicht, was da kommt. Genau, und da muss ich auch sagen, da hat mich das schon auch ein Stück weit nicht gestört, das nicht, aber mich hat das überrascht, wie die Gesellschaft, die gesamte Bevölkerung das einfach so akzeptiert hat, zu sagen, okay, na gut, dann bleiben wir jetzt zu Hause ab 10 Uhr spätestens. Und das war so ein, ja, wir machen das. Ja, aber es gibt einfach so Punkte, die man auch, sorry, dass ich dich kurz unterbrechen muss, aber einfach so Punkte, wo man halt einfach sagt, da hat auch nie jemand reagiert. Aus Logiksicht. Wir haben damals wirklich nichts gewusst. Ja, heutzutage wird noch zu Kindern gesagt in Schulen, wascht euch bitte die Hände, obwohl wir alle wissen, dass Corona nicht so übertragen wird. Es ist in Büros, werden immer noch beispielsweise, oder in Restaurants, werden Plexiglasscheiben aufgestellt, um eine Ansteckung zu verhindern, obwohl Experimente herausgefunden haben, dass die Aerosole sich nicht davon aufhalten, sondern im Raum rumschwirren und damit einen anstecken. Oder zum Beispiel in Bayern, wo wir eine FFP2-Maskenpflicht im Januar eingeführt haben. Und wir haben einfach gesehen, es hat einfach nichts gebracht. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo zu wenig Medien nachfragen und wo es natürlich auch eine Frustration der Bevölkerung gibt. Voll und ganz. Da bin ich komplett bei dir. Ich sage auch, da haben viele von vornherein, ganz, ganz viele und wenn nicht alle Medien einfach einen falschen Weg eingeschlagen, aber auch aufgrund der Reaktion der Öffentlichkeit, weil das muss man natürlich auch sagen, egal ob unter Journalismus, Kollegen im Bereich oder auch unter den handelnden Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit und auch der Bevölkerung, da wurde man ganz, ganz schnell mit kritischen Stimmen in eine gewisse Ecke gestellt und das ist was, was effektiv eigentlich nicht passieren darf. Es gab zwischendrin durchaus eine Situation, dass man das Gefühl hatte, in dem Moment, wo ich nur hinterfrage, gehöre ich, dann bin ich schon in der Richtung der Leugner. Und das war, das war nicht in Ordnung. Das war zum Beispiel so Punkte wie, ich treffe mich mit mehr als 5 Freunden draußen, obwohl nur 2 erlaubt waren. Und dann muss man natürlich auch sagen, ja, aber es gab doch Statistiken und Untersuchungen, dass man sich draußen nur zu 0,1 bis maximal 1% ansteckt. Und ich fand es zum Beispiel auch ganz gut, dass gewisse Behörden und Polizisten es natürlich auch mitbekommen haben, die dann halt auch zu den Menschenmassen dann einfach sagten, ist uns eigentlich wurscht. Wir wissen, wir haben das auch gehört, es gibt zwar die Vorgabe, dass wir das und das machen sollen, aber uns ist das eigentlich gerade egal. Ja, aber da wurde kopflos gehandelt und da sind wir bei dem Punkt, da wurde nicht hinterfragt und da haben wir einen Fehler gemacht. Wir alle, wir Medien, ne? Wir sind ja alle mit dabei. Ja, Stichwort Medien. Eine ganz, ganz interessante Nachricht kam gestern rein, die natürlich gesetzlich so reinkommen muss, wo natürlich die Medien darüber berichten sollen. Aber der Umstand an sich ist schon wieder so skurril, dass man sich fragen muss, alter Schwede, warum? Und zwar hat Lidl Hanfsachen zurückziehen müssen, weil da zu viel THC-Wert drin ist oder Hanf, ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Ist ein Wert zu hoch und deswegen kann man die doch gerne zurückgeben. Und da denken sich alle, die sowas gekauft haben, die sind doch nicht bescheuert, ich konsumiere das dann erst recht und zwar alle gleichzeitig. Nein, ich gebe die dann zurück. Es ging ja um Kekse, glaube ich, oder das war zumindest das Erste, was ich gelesen habe, Kekse. Und in dem Moment, wenn ich mir schon aktiv, also das ist ja, du musst ja von vornherein anfangen, das ist ja so, das ist dann so ein Produkt, da gehe ich einfach mal an der Theke vorbei und denke mir, ach, guck doch mal, da ist ja mal was Neues.
Kekse irgendwie mit Hanf, das könnte ich mal probieren. Ich habe da ja keine Erfahrungen. Und dann nehme ich die mit und in dem Moment, wo die zurückgerufen werden, dann sage ich dann natürlich, oh, stimmt. Die gebe ich jetzt, also wenn da der THC-Gehalt zu hoch ist, dann gebe ich die jetzt natürlich zurück. Klar. Ich also kann dir nur erzählen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aus meiner erweiterten Familie hat mal eine ältere Dame zu Weihnachten einen Mohnkuchen gebacken. Ja, die gute Frau hatte dann zu viel Mohn. Und was hat sie sich dann gedacht? Naja, bevor ich den Mohn wegschmeiß, esse ich den. Und dann war die halt einfach so leicht high an Weihnachten. Voll und ganz. Ist nicht witzig. Mohn tatsächlich schlägt beim Drogentest an. Wenn du angehalten wirst im Auto, Drogentesten, und wenn du vorher zu viel Mohn hast, schlägt an. Okay. Ich frage so, nicht weiter nach. Halbwahrheiten, aber ist so. Okay. Ja. Lidl ruft THC-Kekse zurück. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall, ich muss sagen, ich finde es schön. Wir hatten, glaube ich, gerade konzentrierte 20 Minuten genau mit dem, was im Endeffekt wahrscheinlich der Kerninhalt des Bild-TVs Content sein wird. Schlagzeilen auch machen. Wir haben es gerade gemacht. So muss es sein. Ach, eine gute Stunde haben wir jetzt diskutiert. Bild-TV. Schlussendlich muss ich sagen, ist nicht so schlimm, wie alle befürchten. Und ich finde auch leider, und das merke ich zum Beispiel bei dir, du setzt dich mit den ganzen Axel Springer Verlag auseinander. Ich habe schon von vielen Leuten einfach oftmals eine ablehnende Haltung gehört, so von wegen Bild, Springer, Abschaum. Und dann fragt man die Leute, ja, wann hast du mal komplett das letzte Mal eine Welt gelesen, eine Bild oder sonst irgendwas? Ja, nie. Genau, dieser Gedankengang findet ja auch schon gar nicht. Also ich sag mal, Bild und Welt, das stecken vielleicht einige noch in dieselbe Ecke, aber selbst da ist ja schon bei vielen, also was heißt bei vielen, das klingt negativ, aber das kriegen ja schon einige nicht auf die Kette, dass das so aus demselben Haus kommt. Und ja, ich sag immer, und das ist das Ding, Bild bedient einfach Bedürfnisse, die ungekürzt, unverarbeitet, das, was der Leser will, tut sie. Und das ist auch in Ordnung. Und beim Sport sind sie immer die schnellsten. Hey, muss man neidlos anerkennen. In diesem Sinne, schaut White Lotus und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich verspreche euch, wir machen nächste Woche keine Analyse von Promi Big Brother. Wer weiß, bis nächste Woche. Ciao.